Hallihallihallöchen Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Kolosseum im Part Nummer. Ich bin mir nicht sicher, welcher Part das ist. Ist ja auch nicht so wichtig, ich hätte jetzt nachgucken können, aber das tue ich mal nicht. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was umgestellt. Unser Team sieht ein bisschen anders aus. Ich habe zwei Kuna reingenommen. Wir werden es auch gleich mit der einzigen Zeitflöte, die wir noch haben, wir haben ja mal eine bekommen. Werden wir gleich auch losgehen und die mal eben benutzen, um das Ganze zu regenerieren. Das mache ich nämlich vorher, bevor ich gleich wieder zum Typen zurückrenne, den wir ja letztes Mal nicht geschafft haben. Ja, das machen wir auf jeden Fall jetzt, denke ich mal. Ich hätte auch eventuell auch da starten können. Moment, das war... Emirate war das? War es Emirate? Das Seniorendorf da in der Welt? Wir gucken mal eben nach, ob es tatsächlich das ist. Und das sieht gut aus. Gut, das heißt, wir machen uns wieder auf zum Wald. Ich hätte das Ganze... Ach komm, wir gehen ja jetzt ganz entspannt hin. Ja. Geht ja nicht weiter für mich. Ich habe jetzt bestimmt eine Woche oder so, bestimmt zwei Wochen Pokémon nicht aufgenommen, weil ich hatte halt noch reichlich Parts. Ich hatte gerade Urlaub und habe den Zeitraum ziemlich gut genutzt. Und dementsprechend, okay. Ich bin tatsächlich relativ gut fix hier runtergekommen. Sehr schöne Sache. Sehr gut. Weil ich habe mir gedacht, eigentlich mit Suicune ist das einfacher. Ich meine, das Projekt, ich will ja nur die Geschichte durchspielen. Mir geht es ja jetzt gar nicht so darum, krass hier so viele krass Kämpfe zu haben. Ich muss die beiden ja nicht unbedingt benutzen so schnell. Hier ist ein Mysterium Sanctorium. Von ihm scheint eine wundersame Kraft auszugehen. Ich darf die Zeitflöte hier aber einsetzen, nicht? Benutzen? Suicune, bitte. Geht das so einfach? Das scheint zu funktionieren, Leute, oder? Und da ist ein Celebi. Na, das Raccoon sieht schon so ein bisschen gelangweilt aus, finde ich. Aber nur so ein bisschen. Bam, 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 bam. Die Tür zum Herzen von Raccoon ist offen. Raccoon erinnert sich nun mal wieder an die Attacke Regentanz. Krasser Regentanz, Leute. Nö, ich brauche keinen Kosenamen für meinen Raccoon. So. Was für Attacken hat er denn jetzt? Ich sage so. Surfer in... Na gut, keine Eisattacke leider. Also, weil Eisattacke hätte ich jetzt ganz gut gebrauchen können wegen Altaria. Ich habe hier auch keine, nicht? Nee. Stahlflügel kann er wahrscheinlich auch nicht lernen. Habe ich mir fast gedacht. Gut. Das heißt, Altaria wird trotzdem ein Problem werden, weil ich hätte schon gerne irgendwie eine Eisattacke gehabt. Irgendwie einen schönen Eisstrahl oder sowas in der Art. Das wäre schon äußerst praktisch gewesen. Na gut, dann müssen wir uns einfach anders behelfen. Dann nehme ich mal Ampharos. Und nehme mein Psyana ein bisschen zurück, weil Psyana ist immer noch am gefährdetsten von allen Pokémon, die ich habe. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte euch... Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir an Dings sind. Wenn wir da sind, wo wir letztes Mal versagt haben. Bis gleich, Leute. So Leute, da bin ich wieder und dieses ihr habt ja jetzt einen Cut gehabt. Ich habe die ganze Zeit dieses das Geräusch hatte ich die ganze Zeit, das war ein bisschen nervig. Aber gut, ich denke mal einfach, es ist... Ja, wir haben uns darum gekümmert, dass einfach was vorne ist. Ich habe auch eben nochmal gespeichert. Haha, dein Courage war nicht bewundernswert, sondern lächerlich zugleich. Denn mit Courage allein gewinnt man keine Kämpfe. Gut, das heißt, wir dürfen jetzt gleich gegen ihn nochmal, bitte jetzt nochmal antreten. Kryptoforscher Kulpa. So, das wird jetzt spaßig. Jetzt hat er andere vorne, Golbat und Alabis. Okay, na gut, ich glaube Alabis hat er ja beim letzten Mal auch schon vorne. Aber auf jeden Fall Golbat nicht. Das finde ich gar nicht mehr so verkehrt, dann kann ich mich ja schon mal um Golbat kümmern. Ich weiß noch nicht, was ich gegen Alabis jetzt tun soll. Habe ich da irgendwas, was ich... Ja klar, ich habe doch Papunga. Ja gut, Papunga wird natürlich gefährlich sein wegen dem Golbat. Natürlich. Also es kann jetzt dennoch recht spannend werden. Das ist eine ziemlich miese Kombination, die es da gerade macht. Ja, Konfusstrahl natürlich. So, ich habe, dass ich... Ah, schade, aber fast zumindest.
Der Ring, der klingt so imposant, Mann. So, den Megasauger. Und ja, ich habe übrigens Toxin auf meinem Ampharos. Weil ich wusste nicht genau, wo damit. Und Toxin ist doch relativ praktisch. Ja, also, wenn es wieder so anfängt, dann freut mich der Rest des Kampfes nicht. Ach Gott. Papunga riecht voll ab, nicht? Ja. Ich habe aber ein bisschen Hypertränke, also eventuell kann ich gleich nochmal heilen. Alter, macht das Ding Schaden! Ah, danke schön. Wenigstens der Donnerblitz trifft, das heißt, Golbert sind wir schon mal los. Nein, der hat mich besiegt. Gut, das ist schon mal richtiger Fortschritt. So, Altaria, das heißt, ich wechsle aber raus. Es regnet weiter. Darf es auch schon noch eine ganze Weile tun. Papunga sollte dann... Ah, nee, Papunga brauche ich jetzt. Nee, ich überlebe... Eine Runde wahrscheinlich würde ich überleben so lange. Nee, ich weiß... Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Papunga an Leben dadurch regeneriert. Und Surfer ist mir tatsächlich nicht so gefährlich, denke ich zumindest. Na gut, es kommt Regentanz auf Step dazu. Aber nee, es macht auch keinen Schaden. Na gut, am Anfang ist ein kleines bisschen. Ja, Eisstrahl, toll. Ah, das geht auf Papunga, nicht? Ja. Gut, aber diesmal haben wir jetzt Raccoon. Das Raccoon wird das Ganze nämlich ziemlich tanken können. Das können die anderen nämlich nicht. Ihr habt gerade auch gesehen, ich habe mir ein paar Hypertränke wieder gekauft. Also ich war, habe mich ein bisschen vorbereitet für den Kampf. Ja, natürlich. Ah. Why you doing this? This Pokémon is the best. So, ja, Surfer mache ich den mal. Ah, ich muss dieses Altar irgendwie wegkriegen. Der Eisstrahl ist halt super gefährlich. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich gleich auf Ampharos gehen möchte. Da nutzen wir mal auch ein bisschen den Step. What? Das ist nicht sehr effektiv auf das? Ah. Ja. Oh! Ampharos überlebt. Cool. Na gut, jetzt kommt ein... Ja, natürlich! Verwirrung ist die beste Sache nicht auf der Welt. So, ich kann Entei nicht rufen. Das heißt, ich muss mir mit einem von den beiden erstmal helfen. So, Suicune, du kannst nicht ganz so viel machen. Deswegen, Ampharos brauche ich definitiv noch. Was mache ich denn jetzt? Psystrahl? Komm hier, Saganabis. Ich hoffe, dass Saganabis tatsächlich dadurch effektiv getroffen wird. Na gut, vielleicht nicht super effektiv, aber viel. Ah, diese Verwirrung! Ja gut, Verfolgung. Macht nicht viel Schaden, auch wenn es tatsächlich relativ gefährlich ist. Das heißt, solange das da ist, sollte ich eventuell nicht rauswechseln. Es hat aufgehört zu regnen. Ja. Ich hätte jetzt gerne Eisstrahl gehabt. Hätte ich echt gern. Na gut, ich kann versuchen. Naja, Silberblick macht aber nicht die Spezialverteidigung runter. Das ist problematisch. Ich weiß nicht. Ich versuche mal mit Altaria zu treffen. Und das trifft sich wahrscheinlich wieder selber. Das ist so nervig. Warum macht man das? Wow, diese Animation. Und es macht keinen Schaden. Es macht einfach keinen Schaden, Leute. Na gut, Regentanz. Ist in Ordnung, Leute. Damit kann ich noch leben. Hypertrank, Psyana setzt keine Ahnung was ein. Äh,
bekommen, Altaria. Ich hoffe es, dass ich so halbwegs treffe. Tiana ist verwirrt. Wow. What? Ich treffe mal. Ist ja ganz was Neues. Das macht tatsächlich ein bisschen Schaden. Schöne Sache. Ich werde die ganzen Überträge doch garantiert wie ein Psyana verballern, oder? Und ich kann ja halt nicht rauswechseln, weil Psyana garantiert sterben wird, wenn ich das jetzt machen würde. Deswegen muss ich leider unser cooles neues Zweikuno im Team mal benutzen, um das Ganze, um die ganze Zeit zu heilen. Ja, ich muss versuchen, Altaria als erstes rauszukriegen. Allerbis kann ich leben. Und sie greifen auch nur Psyana an. Alles klar. Ich glaube, wir machen das mal ein bisschen anders. Ich nutze im nächsten Runde mal Psyana zum, um sich selber zu heilen und hole Ampharos raus für zwei Kuhn. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, es ist halt schon ein gutes Pokémon. Ja, das stimmt. Aber wenn die ganze Zeit Psyana angreifen, kann ich doch ohne Probleme eigentlich Ampharos benutzen, weil Ampharos dann hoffentlich nicht so groß angegriffen wird. Sei es eine kluge KI. Hätte vielleicht einen Plan. Ja gut, das wird aber gar nicht auf Psyana gehen, natürlich. Gut, dass Psyana beides aushält. Sowohl die Verfolgung als auch den Biss. Aber wir müssten dieses Altaria irgendwie rausbekommen. Komme, was da wolle. So, Ampharos. Du bist mein großes Pokémon, was ich garantiert cool finde. Und ich finde Ampharos wirklich ziemlich sick. Ich finde auch Psyana und Altaria und so. Eigentlich ist unser Team relativ cool aufgebaut. Dem Skorkler traue ich natürlich immer noch so ein bisschen nach. Aber kann man, glaube ich, verstehen. Ich meine, es ist halt schon ein cooles Pokémon. So ein geiles Skorkler. So, ich hoffe, dass das ausreichend Schaden macht. Super. Schön. Altaria ist weg. Das ist schon mal vom großen Vorteil für uns. Als nächstes haben wir dann für Land. Ach ja, Landton hatten wir ja auch noch. Gut, das heißt, ich mache auf Glück, greife ich Allerbis an, dass es hoffentlich reicht. Heile nochmal Psyana. Und danach geht's halt mit zwei Kuhn weiter oder sowas. Hischro-Pumpe. Natürlich Ampharos. Na gut, ich habe noch überlebt, aber. Ach gut. Damit ist Allerbis auch down. Und jetzt kommt Raikou. Ja, da ist es auch schon. Hallo Raikou. Also, ich hab da Pokémon. Ja, ich habe mich schon mal ein bisschen spoilern lassen, leider. Ich habe da schon mal ein bisschen gegoogelt. Sorry, Leute. Sorry. Ah, schade. Jetzt ist die Runde schon vorbei. Schade. Sonst hätte ich das nämlich anders gemacht. Ja, Donner. Das wird eklig. Das wird richtig eklig. Es verwirrt. Ich bin ein Vollidiot-Pokémon. Ich greife mich selber. Ja, das ist schon eklig. Ist schon eklig, kann man nicht anders sagen. Es regnet weiter. So, Ampharos. Toxin, bitte. Raikou, bitte. So, nochmal heilen. Ja gut, der Regentanz ist jetzt halt gefährlich. So, Toxin einmal bitte. Soll ich die erste Pokéwelle werfen? Ich glaube ja, oder? Aua! Na gut, ich denke, jetzt kommt auch noch die Paralyse dazu, ist ja klar. Oh, hier liegt daneben. Sehr freundlich von dir, Spiel. Ich glaube, ich verziehe mal einfach. Auch wenn ich sicher bin, also Dings wird uns nicht viel helfen können. Gut, besser als gar nichts. Komm, das machen wir einfach mal.
Mal. Fällt ja mal ein Bonuseffekt. Warum nicht? Ich meine, ich kann sowieso gar nichts cool, nicht groß was anderes machen. So, das wird wahrscheinlich Psyana gerichtet sein. Ja, natürlich. Gut. Naja, nicht gut, aber auf jeden Fall. Ich bin schon mal recht weit gekommen wieder. Ich meine, wir haben Raikou wieder vor uns. So, entschuldigt Leute. Gut, dass die Runde gerade noch losging. Zwei Kuhn vielleicht? Obwohl es richtig gefährlich ist. Achso, er hat schon ausgewechselt, alles klar. Gut, dann, ja, was mache ich denn jetzt? Lichtschild? Ja, komm. Finte auf nach Tara, würde ich sagen. Ich meine, Raikou ist noch so weit oben vom Level her. Von den KP her, sorry. Raikou wird durchgehend verletzt. Ja, Donnerblitz bringt ja halt nichts. Was mache ich denn jetzt? Donnerwelle bringt auch nichts. Ach komm, wir werfen mal den ersten Pokéball. Benutzen. Raikou. So, hier und Landturm weiter versuchen zu töten. Let's go! Ja gut, da habe ich erwartet. Da habe ich richtig erwartet. Wir werden auch in den letzten Runden werden wir auf jeden Fall nochmal Dings einsetzen. Den Timerball. Wir hoffen, dass es was bringt. Ich bin ein bisschen tot. So, Entei. Do you think? Der bam 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 bam. Es hat aufgehört zu regnen. Raikou wird weiterhin durch hier verletzt und das ist relativ kritisch mittlerweile geworden. So, Ampharos wird wieder den Ball werfen und mit Dings greife ich den an mit Entei. Ach, mach mal den Stampfer hier auf Landturm. Los, Krallball! Du, tu dein Ding da! Oh nein, das Pokémon hat sich schon wieder befreit. Es wird langsam ein bisschen kritisch, mein Guter. Bitte bleib einfach drin, okay? Tu mir den Gefallen! Autsch. Zwei Kuhn wird übrigens sehr schnell besiegt werden, gehe ich von aus. Also ich rechne damit. Ich hoffe, dass er... Ja gut, Landturm wird besiegt, aber Raikou ist wichtig. Wartet, Leute, wir machen das. Verzeiht, ich bin ja kein Safe-Stater. Aber wenn wir dann... Ich will mal mit beiden probieren. Spielstand speichern. Da. Weil ich möchte den Timerball. Wenn das jetzt mit dem Krallball nicht funktioniert, mit dem normalen Hyperball, dann will ich den Timerball nochmal probieren. Entei. Ach komm, du heilst dich einfach mal. Finde ich okay. So, ich hoffe, dass das irgendwie läuft. Bitte, bitte. Es ist wahnsinnig geschwächt und hat einen Gifteffekt. Wow. Das hat gar nicht schade fast geklappt. Das hat überhaupt gar nicht geklappt. So, Spielstand nochmal laden, bitte. Danke. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ich bin schuldig, aber ich will euch auch mal ein Part bieten. Und ich weiß auch nicht, wie das berechnet wird im Spiel tatsächlich.
Komm, du wolltest dich hier heilen. Genau, ich wollte dich hier heilen, Entei. So, ich hoffe, dass das mit dem Timerball besser läuft. Weil der Kampf geht ja jetzt schon ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wie das berechnet wird. Ob das erst dann berechnet wird, seitdem Raikou drin ist, oder ob das danach. Ah, wunderbar. Gut, weil das war ich mir ein bisschen Holland in Not. Und ich ist mir schon wichtig, dass ich die 300 Pokémon dabei habe. Landturm ist damit auch raus. Wunderbare Sache. Wunderbar. Diese Kraft, die negiert sämtliche physikalischen Gesetze. Ha, aber all deine Bemühungen hierher zu kommen waren vergebens. Unsere Kreaturen, die mächtigen Krypto-Pokémon, wurden schon längst in Sicherheit gebracht. Und damit meine ich auch das übermächtige Krypto-Pokémon für unsere Anführer. Das heißt so, glaube ich. Tja. Dann, ich habe, was ich hier eben speichern darf. Moment, war das ein Item? Ja, das habe ich schon. Alles klar. Gut, dann, hier ist aber noch was. TM26. Was ist das? Ist das irgendwas Praktisches? Kann ich das benutzen? Erdbeben. Geht das irgendwo? Natürlich nicht. Okay. Nicht mehr Entei kann das lernen. Das ist ein bisschen heftig enttäuschend. Gut. Das heißt, wir sind gespannt, was hier noch auf uns wartet. Aber... Okay, ich wollte gerade sagen, aber im nächsten Part. Aber scheinbar habe ich jetzt gerade eine Katze getriggert. Nee, doch nicht. Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Bis dann und bye bye.